meine lieben Freunde, ein freundliches guten Tag und hallo. Ich begrüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge Stronghold HD. Gut, wir hatten uns jetzt letztes Mal ausgekotzt über die Kackmauer. Alles Kacke, Kacke, Kacke. Laut. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Also, was haben wir denn hier? Wir haben ein paar Häuser, wir haben das, wir haben aber nicht... Okay, wir haben hier eine Jagdhütte. Okay. Zwei Holzfäller. Dann bauen wir mal. Einfach mal hier ins Holz rein. Dann. Ich bin gerade auch überlegen, das hier nochmal abzubrechen, denn... Oder ich reiß die Mauer ab. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja, ich glaube, ich reiß sogar eher die Mauer ab. Rücken aus. Wohin gehen wir? Wir rücken aus. Anstatt hier, den Graben wieder auszuheben. Oder hochzuheben. Wie auch immer man sieht. Gut. Was haben wir hier? Pikenmacher. Wir brauchen aber... Pfeilmacher. Den positionieren wir mal da. War es jetzt auch egal. Gut. Dann wird das hier erstmal abgerissen. Zack. Guck mal, wie schnell Verlauf das damals ging, hier Mauern einzureißen. Ne? Dann ziehen wir mal hier so rüber. Zack. Da die Mauer runter und einmal, okay, dann nicht. Ja, ich glaube, ich vergrößere den nicht. Dann vergrößere ich das halt nicht. Dann bauen wir noch einen Ochsenkarren, um halt auf jeden Fall genug Steine zu haben. Da haben wir genug Lebensmittel, brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, bauen wir hier was neben. Zack, vier davon. Die Käserei ist nicht schlecht, die baue ich im hinteren Teil, wenn ich kann, genau, so. Je mehr Lebensmittel man hat, desto besser. Beziehungsweise, ja, eigentlich umso besser. So, bauen wir noch eine Hütte hier hinten hin. Das interessiert ja nicht, ob die außerhalb der Burg ist. Es werden Rekruten benötigt sein. Allzeit bereit. So, was brauchen wir denn noch? Ein Markt. Genau, ein Markt. So. So. Dann haben wir schon mal unsere erste Verteidigungslinie. Der kommt ja, glaube ich, von... Ach komm, mach mich nicht schwach. Da. Gut, dann müssen wir halt den unteren Teil hier auf jeden Fall gleich noch ausbauen. Spieltempo erhöhen. Futter hat mir. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Guten Morgen, eure Leute. Oh, du brauchst Hilfe. Ja, aber das Schwein wird dir ja schon helfen, also... Gebt Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Boah, voll ekelhaft. So. Die Truppen des Schweins greifen an. Boah. Ziemlich viele Belagerungswaffen. Bogenschützen bereit. Okay, ab nach da. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Oh mein Gott. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir brauchen die Rekruten. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Gut, die brauchen wir den Teil schon mal nicht mehr einzureißen. Wenn er weiter so schießt, ist das hier gleich als Kleinholz. Können wir... Oh mein Gott, wir können Außentürmchen bauen.
Stelle. Matsch. Bin zur Stelle. Der Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Ja, soll er versuchen. Ja. Das ist leider nicht möglich. Wir müssen echt endlich mal dieses Kackteil da kaputt machen. Womit kann ich dienen? Wenn er weiter hier. Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja, bitte. Das wird etwas schwierig. Ein der Feind hat die Mauern eingerannt. Ein leichtes. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Mit Vergnügen. Bogenschützen, Pfeile bereit. Mein Bogen ist euer. Bereit. Mein Herr. Bogen gespannt. Alter. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich dienen? Ja, bitte. Eure Befehle? Visiere an. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Unsere Lebensmittelvorräte. Was war denn da drin? Achso, war glaube ich eine Hütte, ne? Yep, war eine Hütte. Überleben kann man das wirklich nur nennen. Also. Alter. Eine Botschaft der Ratte. Kein Grund zur Panik, kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Schepper, 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 Schepper. So. Ich liebe es, wenn der Angst vor mir hat. Erstmal zumachen, dann können wir erstmal den Burggraben wieder ausheben. Kann ja nicht sein, dass er das Ding jetzt einfach hier aufgefüllt hat. Wollte auch gleich ein paar Bimbos, die das eine machen. Eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Ah, schön. Allzeit bereit. Wirklich in den Graben? Bin zur Stelle. In Bewegung. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich dienen? Wie tief ist es? Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Holzvorräte zu knapp. Oh, scheiße, am Arsch. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, ja. Sire. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Hier haben wir auch schon gewütet. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Bringen wir hier nochmal Holz abbauen. Das war so. Und dann haben die noch ein paar. Die haben, glaube ich, alles, was ich neu gebaut habe, eingerissen. So. Mein Bogen ist teuer. Ja. So, jetzt positionieren wir erstmal unsere Leute ein bisschen hier. Dann da nach da. Ah, nee, nach da, weil das hier ist das, was am Gebäude was am meisten aushält. Ihr könnt es auf uns zählen. Dann ein paar Pikiniere, die wieder ein bisschen buddeln. Beschweren wir mal denen ein bisschen den Vormarsch, wenn die kommen. Nasse Angelegenheit. Ja, aber es geht noch. So. Euch müssen wir hinten ja auch mal langsam erneuern. Zack, ziehen wir da durch. Wunderbärchen. Und ihr könnt auch gut arbeiten. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Eure Befehle? In Bewegung. Ich brauche unbedingt mehr Stein. Ich habe ja schon 4 Ochsenkarren, drei Ochsenkarren, die sollten es ja eigentlich regeln können. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Die Lebensmittel. Ja, dann bauen wir halt nochmal ein paar Jäger. Oder? Was sagt ihr? Ja, wir bauen ein paar Jäger. Sollt ihr jetzt hinhauen? Ihr könnt auf uns.
uns zählen. Es werden Waffen benötigt sein. Ihr könnt auf uns zählen. Meine Stiefel sind undicht. Ist mir doch egal. Ach, endlich schön. Jetzt haben wir erstmal die Mauer da wieder geschlossen. So. Viel Spaß beim Buddeln. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Wirklich in den Graben? Ja, wirklich. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Rücken aus. Jetzt haben wir 40 Holz. Was machen wir mit dem Holz? Eigentlich brauchen wir viel mehr Waffen. Aber wenn uns das nochmal so passiert, dann haben wir ein Problem. Da wird das zu leicht zerschossen. Dann machen wir hier hinten wieder hin. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Oh. Allzeit bereit. Wie tief noch zwei freiwillige Bundler. Es werden Waffen benötigt. Womit kann ich dienen? In den Schlamm? Yep, in den Schlamm. So, ihr habt euch freiwillig gemeldet. Dann wollen wir mal hier noch einen gleichen Turm positionieren. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. In Bewegung. So oder so? So. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Schön. Haben ein Türmchen, wo die Leute das verteidigen können. Toll. Dann ziehen wir mal hier ein bisschen weiter. Ja, buddelt mal weiter, so. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Genau. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Warum sollten wir uns verteidigen können vernünftig? Bin zur Stelle. Eure Befehle sind auf dem Weg. Ja, kaufen wir. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. In Bewegung. Das Gold bringt uns am Ende nämlich gar nichts, wenn wir verlieren. Eine Botschaft der Ratte. Verschenkter Flegel. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Lauft. Und weiter. Ihr könnt auf uns zählen. Ah, die Pikiniere oder Lanzenkämpfer überleben es nicht. Ne. Der Turm war auf jeden Fall eine gute Investition. Ihr könnt auf uns Bin zur zählen. Stelle. Wohin gehen wir? Rücken aus. Ja. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Mach das Teil kaputt. Bogenschützen bereit. Die haben mir eben schon zu viele Verluste dadurch zugefügt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen sein. Ist euer. Der Feind füllt den Bogen auf, my lord. Ja, soll er auffüllen. Da hat er gar nichts von. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich dienen? Ja, genau. Füllt den hier auf. Machst du fein. Mein Herr, sind auf dem Weg. Knallt's ab. Dass er mit dem Unager nicht angreift, ist auch gut. Bin zur Stelle. Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Der Feind ist bezwungen. Ha! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So, jetzt könnt ihr den Käse reinbringen. Bitte nicht!
Scheiße, jetzt habe ich die Animation nicht gesehen. Oh. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ist mir doch wurscht. Ich habe da jetzt gewonnen. Sieg! Oh, fast 50% meiner Truppen verloren. Autsch. Als die Ratte im Kampf mit euren Männern fällt, bricht Jubel aus. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Funken Hoffnung für die Nation. Tada! Also wir haben schon nicht zu verachtende Größe erreicht von den Provinzen. Wenn man daraus Truppen und Geld immer rekrutieren könnte, wäre das jetzt schon nicht schlecht. Aber das Spiel ist ja leider nicht so aufgebaut. Dann gucken wir uns weiter an. Mission C. Ja, das ist schon mal für die nächste Folge, Leute, ne? Kennt das ja. Ihr habt uns also von einem dieser schleimtriefenden Tyrannen erlöst. Freut euch. Aber gebt Acht. Nicht alle seiner Art sind so einfältig. Es stehen noch größere Herausforderungen bevor. Es war die Schlange selbst, die euren Vater in die tödliche Falle gelockt hat. Und jetzt ist die Zeit, Rache zu nehmen. Ich übergebe euch das Kommando über meine Hauptstreitmacht, damit ihr ihn zur Strecke bringen könnt. In der Zwischenzeit wird Lord Woolsack eine zweite Front eröffnen. Yeah. Die Männer der Schlange sind beinahe mit der Errichtung einer Burg in der nächsten Grafschaft fertig. Bringt die wenigen Wachen, die ihr dort platziert habt, zur Strecke und beendet dann selbst den Bau der Burg. Zweifellos wird die Schlange versuchen, sie zurückzuerobern. Verteidigt sie also gut. Also das ist jetzt hier ein bisschen Religionskrieg oder was? Gesegnet und Bevölkerung auf 50. Alles klar, gut. Dann Start. So, schnell weg. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch aufs nächste Mal, wenn wir wieder hier Stronghold HD zocken. Ja, das war's erstmal, Leute. Ciao.